Hallo Leute, ich bin's euer Lego Minecraft. Heute eine Runde Minecraft Dungeons. Auf meinem Profi-Account. Also, wo ist mein Profi-Account? Also, wo ich mein YouTube-Account. Das. Ja. Spielen wir jetzt mal ein bisschen. Spiele Mission auf mehreren mit mehreren, weil ich sehe den Sinn dahinter nicht. Wenn ich in das Map alleine reingehe. Also ja, ich würde jetzt auf einen anderen Level Dings reingehen, weil dass ich meinen Freunden auf meiner Konsole noch nicht so genug haben, den ein paar Loot, also halt von meinen Kisten zu holen, wo das niedriger ist und wo ich einfacher durchwaschen kann. Also wenn ihr das versteht. Hier übrigens mein Loot, das ihr nicht gesehen habt. Wenn man schaut hier, ich finde die Waffe nicht so cool. Muss ich überhaupt eintauschen. Rüstung. Ja. Meine Armbrust, die gefällt mir echt. Das ist meine Truhe. Da ist schon ein bisschen Blut drin. Ein bisschen. Die kann ich nicht rausnehmen. Die kann ich vorher. Ich nehme die rein. Die könnte ich eigentlich auch verwerten. Oder nein, selten behalte ich. Ein Freund von mir, der spielt die Waffe ultra gerne. Also explodieren haben muss. Implodieren für Armbrust. Ja, okay, bitte. Aber ich jetzt nicht so schlau. Ich bin mal jetzt ein bisschen. So, jetzt bin ich einmal, welche Map könnte ich denn nehmen? Schreibt mal bitte in die Kommentare, in welchen gibt es den meisten Notkack? Auf 15 plus bin ich normalerweise in der Rat. Ich spiele jetzt auf 9 plus. Einfach mal. Ich weiß nicht, ob es hier Hunger gibt, deswegen gucken wir einfach mal, was es so gibt. Ich kenne jede Map den Weg, aber ich weiß nicht genau, wo es was gibt. Ich kann euch sagen, Minecraft Dungeons mit mehreren, sich das anzuschauen, mega Spaß. Deswegen, dieses Video wird nicht so toll, wie als wenn ich jetzt zu zweit, zu dritt oder zu viert spiele. Deswegen kann ich mir nichts versprechen. Aber war schon meine Lieblingsverzögerung. Explosion. Ich kann es euch nochmal zeigen. Explosion, besiegte Kreaturen explodieren. Und das sagt schon alles. Also, ich töte jetzt. Ja, auf dem Teppich. Plünderer. Hier steht ein Diener. Den Namen habe ich schlage. Den mag ich nicht. Wenn ich den dann
ich wollte wegfeuern, schlage, ich fliege dann ein bisschen zu dem und dann explodiert das und dann wird der besiegt oder kommt der Schaden. An meine Menge von hinten. Perfekt. Zwei Lieb gemacht. Ich muss gleich mal meine Sachen richtig vorstellen. Ich mach's jetzt schon. Hier eine super schnelle Armbrust mit 4 Munition. Ist der Schaden nicht so gut. Hohe Feuerrate. Und schießt auf 2 Pfeile gleichzeitig. Schon mega krass. Hier eine Rüstung Gesundheit Plus. So gut wie 200.000. 40% weniger Artefaktenzeit. Also wenn jetzt zum Beispiel dieses Buch da, gleich euch hier noch was zu, jetzt 20, nee, wie kann ich das anlegen, weil 100, sagen wir 1 Minute und 40 Sekunden, also 100 Sekunden. Dauert es nur noch 1 Minute anstatt 100 Sekunden, nur noch 60 Sekunden. Ja, sehr gutes Beispiel, sehr schlau von mir. Und pro Bündel 10 Pfeile mehr. Finales Brüllen macht, wenn ich 125% habe, löst das alle Artefakte aus. Als über Kopf, wenn ich Schaden bekomme, werde ich für eine Sekunde 90% schneller. Hier Blitz, wenn ich Blitzsachen habe, sind die zu 75% mehr Schaden. Und hier Wirbel, also das ist, wenn ich um mich rum, ist dann so eine Wirbelaura. Das macht den dann nochmal Schaden. Genau zu sein, 950.074 Schaden. Und Explosion habe ich euch ja schon mal gezeigt. So, dann kommen wir jetzt. Nochmal kann ich euch hier sagen: Temporaub, wenn ich einen Gegner abschieße, wird er 50% langsamer und ich 50% schneller. Explosion wieder, kritischer Treffer. Also, wenn ich ihn treffe, ist 20%, dass ich, glaube, keine Ahnung, mal 10 so viel Schaden mache. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Hier, also wenn ich Liebes Medaillon aktiviere, wenn Gegner bei mir sind, mache ich die Lieb, dann leben die für 25 Sekunden und machen halt, ja, und dann sind die Lieb, also auf meiner Seite. Es war ein bisschen langweilig jetzt, dass ich hier da war, aber ja. Und dann werden deren Attacken um 190% stärker. Und das Buch, also die sind für 7 Sekunden dann betäubt. Das macht einen Schaden und Abbringzeit sind 10 Sekunden. Also ich kann euch das gleich mal zeigen hier. Das ist krass. Also wenn ihr scheinen dürftet, nimmt das. Den Golem muss ich mir vorstellen, der ist mein Gewehr. So, ich kenne das Level halt kaum. Deswegen weiß ich nicht, was ich hier so richtig machen soll. Dann habe ich mir keinen Schaden. Das war der Wirbel, habt ihr gesehen, diesen Sturm um mich. Hat jetzt ganz viel, hat jetzt um mich schon Schaden gemacht. Die 59.000 Schaden. Wie das mir nur noch. Müsste ich jetzt
gleich finales Point zeigen. Dass ihr wisst, wenn ihr das ausstellen könnt, müsst ihr das auch nehmen. Einzige ist, wenn ihr den Dämonstrahl habt, danach gebt ihr den halt auch und verbraucht, weil es eben das Scheiße. Aber ja, ist da dann auch. Perfekt. Und hier lang. Hier rein. Gibt es wahrscheinlich Loot. Oder nicht. Komisch aus von hier. Ich werde Schlüssel, wo ich einfach einen Schlüssel finde, und wenn ich einen Jam bekomme, haut der wieder ab. Der Schlüssel hört sich komisch an, werdet ihr aber jetzt auch gleich sehen, ich den Typen habe. Weißt du nicht, wo er ist? Aber wenn wir früher noch heraus. Was tue ich denn hier? Da geht's lang! Sehr gut. Ja, da kommen auch direkt die nächsten doofen Männer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Perfekt. So, ja. Pfeile, ja. Zeige ich euch gleich ein kleines Problem. Genau, wenn ich schon. Jetzt guck gleich. Gut. Habt ihr gesehen, jetzt habe ich einen Artefakten probiert. Unten. Müsstet ihr gesehen haben. Und ich habe Outplayed. Schon ja, hier stinkt ganz gewaltig. Weg mit hier. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was euch wünschen würdet zum Spielen. Das wäre. Also, ich würde es auch berücksichtigen. So. Können wir mal, wo wir was machen können. Ist hier lang? Nee. Hier sagen wir so. Ja, verkarte sich das halt, aber wie komme ich hier durch? Hä? So. Das habe ich ja nicht gesehen. Hier geht's mit dem Schrank. Hier. Dinge, einmal den Wegweiser folgen und da wird man direkt wieder zum Start geführt. Also nicht immer den Wegweiser folgen. Und die Karte sagt auch nicht immer. Er sagt nicht immer die Wahrheit. Ja, man sieht sich halt selber nicht, wenn man unsichtbar ist. Das ist halt schon doof. Ich habe reingerufen und weh. Der hat direkt weg. So, und. Oh, verzieht euch, verzieht euch. Ich mag euch ganz so gar nicht. Oh, ich mag euch gar nicht. Mich erinnert an das Doppelpaket. Oh, ein Tor. Oh, ein Kackbogen. Kann ich das. Wenn ich einzigartig ist oder selten,
das mich nicht auch mehr interessiert. Wir brauchen schon wieder die Explosion. Und vielleicht habt ihr euch das schon gefragt, ob es euch selber Schaden macht, wenn die explodieren. Was war das denn? Wenn die explodieren, nein, macht es euch nicht. Oder? Also wir können es einmal testen. Müsst ihr nicht. Hier. Ich mag diese Geister so gar nicht. Das sind meine echten Hassgegner. Schlimmer als Creeper. Creeper sind nervig, aber die sind tödlich nervig. Jetzt explodiert hier nicht was? Ich will es jetzt nicht sehen. Ich will es sehen. Ja, ich glaube, es macht uns doch selber schon. Oh Leute, ich glaube, ich habe den. Oder? Nee, oder? Mega. Na, das Projekt, ich kann es euch nur empfehlen. Ich kann es euch nur empfehlen. Na, das Projekt rettet euch den Arsch. Schlüssel ist immer langweilig. Da weiß man nie, wo man lang muss. Oh, da ist gut. Bestimmt, da liegt jetzt so ein Kack, ehrlich rum. Jango viel, gewöhnlich. Junge, schon wieder der dritte Bogen. Gewöhnlich. Also, wir können einfach mit einer anderen Waffe spielen. Mit der hier, mit dem Bogen. Höheres Level. Springte Feuerrate. Weniger Verzauberung, dann spiele ich hier nicht so lange. Boah, aber der macht Schaden. Ja, aber er hat jetzt, glaube ich, keine Explosion, oder? Schade. Warte, hat er Explosion? Erfrischung? Geht klar. Schocknetz. Mittel ist hoch. Leeren Schlag. Ja, leeren Schlag ist schon gut. Kann ich nichts geben da. Da würde ich ehrlich gerade nichts gegen sagen, Leute. Wartet kurz, ich muss eben kurz was machen. Stopp eben kurz. Ja. So, das ist jetzt nochmal dies. So, können wir weitermachen. Wo geht's lang? Alter, war das gut. Gut und nicht? Der Junge ist ja dumm. Gut und nicht die hellsten, müsst ihr wissen. Das sind nicht. Jetzt komm her. Das ist nicht gut. Wo Gegner sind, ist auch immer. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Leute, aufpassen. Yep. Verzauberte Arschgeigen sind nicht gut. Gar nicht gut. Huch. Ey, Huch hat wieder Arsch gerettet. Level aufsteht. Oder das niedrige Level für mich ist. Ich habe letztens, gestern oder vorgestern, mit einem Freund gespielt. Der war 20 Level niedriger und der hat wirklich an 7 Level aufgegeben in einem Game. Also Leute, ich kann es euch empfehlen, wenn ihr mit höheren Freunden spielt. Ja. Was müsst ihr machen? Ein Treffer? Nee, einfach von der Wand. So, ah, das ist der Key. Geil.
Boah, die Verzauberungen sind. Okay, auf jeden Fall. Jetzt ein Schlag. Ja, kann man nehmen auf jeden Fall die Verzauberung. Ja, Leute, da ist auch der Schlüssel und dann kommen wir dem Ende immer näher. Aber zum Ende ist es noch nicht. Noch mal verlassen. Anzeige ist aus. Komm, ich folge jetzt dem Wegweiser. Nee, ich weiß ja selber wegen der Karte. Den Golem ist eigentlich immer verlassen, wenn er mal wieder sein Gehirn ausstellt und den Fallen. Aber er macht eher plus als minus für euch, Leute. Holt ihn euch, wenn es geht. Ob er 1000 kostet, holt ihn euch, kann es euch sagen. Leute, wir kommen endlich weiter. Ein Dungeon ist echt ein sehr aufwendiges Spiel, also Zeit. Zeitaufwendiges Spiel, heißt es so? Auf jeden Fall fällt sich jetzt eben die Gegner weg. Oh ja, komm, ich will lieb machen. Guck mal, die lieb gemacht, ne? Guck mal, die laufen ihm jetzt hinterher und wollen ihn fetzen. Oh, Edgar! So nenne ich immer die Schweine im Spiel. Wo ich Edgar geil finde, nenne ich den Namen. Oder ein Lutschwein. Es gibt viele Namen für die. Buch, Golem und Liebesamulett sind schon echt krass. Warte kurz. So, ich kann weitermachen. Boom! 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 Da habt ihr auch schon das Stromnetz gesehen. Wenn ihr erst denkt, gut, macht auf die Länge Damage, aber es dauert halt Jahre. Oh, mein Handy wohnt in den 2 Jahren. Aber für euch, ich gehe jetzt auf den Handy, ich möchte jetzt mit euch spielen. Durchbohren ist auch eine krasse Verzauberung, da hätte ich jetzt beide mit einem Shot killen können. Aber ich habe Durchbohren leider nicht. Ich glaube, das war hauptsächlich eine Verzauberung für Armbrüste. Hey, Buddy, kriegst Damage ohne Ende. Geht sehr. Nein, ich habe schon wieder mein. Bisschen kürzer. Zu meiner Seite. Da. Sehr schön. Junge, ich habe halt noch nicht mal das Nachtmodus dran gerade und da kommen so viele, nicht mehr normal. Oh, ja, war jetzt nichts schlägt, Leute. Einfach so geil, schon wieder. Ey, geht mir aus dem Weg, geht mir aus dem Weg. Also, ich hasse euch. Danke, Gordon. Wohin? Oh ja, da kommt der Fall auf einmal. Da lang. Oder was? Hier? Ja? Nein.
mehr weiter. Eingang? Ja! Aber... Leute, ich check nichts mehr. Hier ist das Levelende. Und wir gehen mit leeren Händen eigentlich noch raus. Schade. Schade. Hätte ich mehr erwartet von der Geheimnis-Map. Aber es ging mir jetzt einfach was. Bisschen warten. Geschossene Pfeile. Ja, die Gesundheiten. Geschossene Treffer. Ah, besiegt Kreaturen erlitten der Strom. Sind nicht einmal gestorben. Das ist ja nice. Ja, Leute! Ja! Das ist krass. Kann ich sogar benutzen. Seelenversteck. Oh, Leute, das schmeckt so gut. Das schmeckt. Das schmeckt so gut. Die Verzauberung schmatzen rein. Ich kann sie ja mal machen. Ah, Tempo. Zweier machen. Die Tür Treffer voll spammen. Ja, gucken. Ich habe einen Freund, der spielt mit der und ich wollte die schon immer haben. Und die schmeckt mir, die schmeckt ganz so leicht. Mein Hasshändler, Geheimhändler, für euch gebe ich einmal 300 aus. Scheiße, was? Damit möchte ich mich auch mit. Junge! Damit möchte ich mich von euch verabschieden. War geil mit euch zu spielen. Mein Golem sagt auch Tschüss. Auch wenn er gerade in die Wand rennt. Ja. Dann würde ich mal sagen. Tschüss.